willkommen, liebe Architektinnen und Architekten der Architects for Future, zu unserem heutigen Webinar. Ich freue mich, dass wir heute das Thema Baubiologie fortsetzen dürfen. Bei uns ist heute Abend der Dirk Dittmer vom Büro Natürlich Baubiologisch. Dirk, dein Geschäftspartner, hat letztes Mal schon einen Vortrag gehalten mit tollen Argumenten, wie man die Bauherren überzeugen kann, vor allen Dingen, sag ich mal, von der finanziellen Seite überzeugen kann, auch baubiologisch zu planen, zu bauen, zu leben. Und du hast dich dann spontan bereit erklärt, das Webinar heute Abend zu halten. Das finde ich ganz toll. Du wirst so ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast viele, viele Folien zusammengestellt, die so die Erfahrung mit dem baubiologischen Bauen widerspiegeln, und fängst aber an mit einer kleinen Einleitung. Das finde ich ganz toll, denn wir haben ja auch ein paar Teilnehmer dabei, die vielleicht noch nicht so viel Praxiserfahrung haben mit dem baubiologischen Bauen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir erst eine kleine Einleitung hören, und dann bin ich gespannt, was es so alles aus der Praxis zu berichten gibt. Der Vortrag wird so etwa 30, 40 Minuten dauern. Ihr, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, könnt während des Vortrags gerne eure Fragen schon in den Chat schreiben oder euch dann auch nach dem Vortrag, wenn ihr möchtet, mit Audio und Video dazuschalten und eure Fragen direkt stellen. Dafür ist also im Anschluss noch genug Zeit. Und dann möchte ich gar nicht so lange einleiten und direkt an dich, Dirk, übergeben. Ich würde ganz gerne aber noch eine Frage loswerden, und zwar weiß ich, dass du Diplom-Geophysiker bist von der Ausbildung. Und wie kommt es denn eigentlich, dass du nun zum baubiologischen Bauen gekommen bist? Ja, da könnte ich jetzt einen Bogen spannen über die Erde als das Haus, was wir alle bewohnen und so weiter. Vielleicht für die, die nicht wissen, was ein Geophysiker ist: Die bekanntesten Geophysiker sind die Meteorologen. Viele beschäftigen sich mit Gletschereis in der Arktis und Antarktis und andere mit Erdbeben und so weiter. Das ist so das Berufsbild des Geophysikers normalerweise. Und ich bin als Geophysiker nie eingestiegen, weil zu der Zeit, wo ich mit dem Studium fertig war, hätte die Möglichkeit bestanden, Erdöl oder ähnliche Bodenschätze finden zu gehen. Und das ist erst einmal ein sehr unstetes Leben, was man da führt. Und zweitens mal hat mich mehr der Erhalt interessiert, als die Ressourcen gar zu nutzen oder gar mal überspitzt gesagt auszubeuten, ja, was in vielen Stellen ja auch leider passiert. Und zur Architektur bin ich eigentlich gekommen durch ein eigenes Bauvorhaben. Ich habe eigene Kinder, und mein ältester Sohn war damals sehr, sehr klein und hat so leichte asthmatische Anwandlungen gehabt. Und so bin ich eigentlich zur Baubiologie gekommen, ohne das Wort damals zu kennen, sondern es ging mir darum, was ist in den Baustoffen, und wenn wir für unsere eigene Familie ein Haus bauen, was muss ich da bei den Baustoffen beachten, dass das Asthma von meinem kleinen Sohn nicht schlimmer wird. Dass es weg ist, haben wir nicht zu träumen gewagt, ja, sondern wir hatten eigentlich wirklich uns ausgedacht, was tun, damit es nicht schlimmer wird. Mittlerweile ist es so, dass er keinen nennenswerten Anfall in dieser Weise mehr gehabt hat. Es war halt frühkindlich so ein Husten, der schwer einordnenbar war. Und es hat sich dann auch rausgestellt, bei Auszug aus der Mietswohnung, wo wir waren, dass dort Schimmel war und das Wohnumfeld sowieso natürlich in der Mietswohnung oft einmal ein bisschen anders ist, als wenn man selber gestaltet. Da habe ich mich mit den Inhaltsstoffen der Baustoffen beschäftigt und bin so zum Bauen gekommen. Das Bauen hat mir dann so viel Spaß gemacht, auch mit sehr viel Eigenleistung, handwerklich und so, dass ich dann zum Bauberater geworden bin, die Ausbildung zum Baubiologen beim Institut für Baubiologie und Nachhaltigkeit gemacht habe und dadurch reingeraten bin zu den Baufamilien, die Rat gesucht haben an dieser Stelle. Irgendwann habe ich festgestellt, ich brauche einen Architekten im Team. Dann habe ich den Uli kennengelernt über drei Wege, der letzte Woche eben diesen Vortrag gehalten hat. Und so kam es dazu, dass wir heute miteinander und mit der Marlene zusammen ein Architekturbüro betreiben, das sich mit Neubau und Sanierung beschäftigt. Aber immer unter dem Grundtenor baubiologisch. Ja, vielen Dank für die kurze Einführung zu deinem Hintergrund. Vielleicht noch ganz kurze Anmerkung dazu.
interessant ist, dass ein Nicht-Architekt in der Architekturwelt, so ist mir es am Anfang ganz oft gegangen, einfach Fragen stellt, die sonst vielleicht irgendwie auf Überraschung stoßen, weil man glaubt, das weiß doch eh jeder. Und das ist genau das Spannende, finde ich, denn man braucht manchmal den Blick von außen und die Fragen, die damit zusammenhängen, um zu erkennen, dass das, was man tut, vielleicht in der Form gar nicht so sinnvoll ist. Also sich selber hinterfragen oder hinterfragt zu werden, das passiert manchmal zu selten. Und das brauchen wir jetzt ganz besonders, wenn wir unser Bauen neu denken müssen. Ja, gut. Magst du dein Bildschirm freigeben? Ja, kann ich machen. Oder ich werde es versuchen. So, schauen wir mal. Das ist jetzt eigentlich nur das Standbild für den Anfang. Ich klicke gleich mal weiter. Also vielleicht nur, wenn jemand uns sehen will, was wir so tun. Wir haben eine Internetseite, natürlich baubiologisch.de. Die kommt aber nachher nochmal irgendwo genauer. Kleine Vorstellung des Teams, dass man mal sieht, das sind reale Menschen, die hier sind, vor unserem Büro in Wendelstein. Und was mir ganz unglaublich wichtig ist, ist dieser Leitsatz, nach dem wir arbeiten, von Hugo Kückelhaus, der jetzt auf die Sanierung genauso gut anwendbar ist. Wenn das Haus nicht dem Menschen, seinem Geist, seiner Seele, seinem Leib dient, wozu es dann bauen oder man kann ja sagen, wozu es dann sanieren. Marlene hat mal den schönen Satz getan, die Träume der Leute von früher, die Wohnträume der Leute von früher in die heutige Zeit mit modernen Aspekten in die heutige Zeit übernehmen und damit für eine nächste Zeit wieder nutzbar machen. Was tun wir so den ganzen Tag? Wir beraten Baufamilien, wir planen Einfamilienhäuser und Sanierungen. Wir sind Beratungsstelle des Instituts für Baubiologie und Nachhaltigkeit in Rosenheim und zeigen auch in Seminaren, das sieht man hier jetzt auf dem unteren Bild, wie mit den Naturbaustoffen umgegangen werden kann, wie man mit Alternativen zu den üblichen Baustoffen zurechtkommt, weil das Wissen, was hierzu gebraucht wird, ist einfach groß. Links oben eine Stampflehmwand. Wer sowas bauen will, sollte tunlichst jemanden dabei haben, der sich damit auskennt. Jetzt hier unser Lehmbaumeister, der da am Boden kniet und die Anschlüsse nach unten macht. Oder ich auf dem rechts oberen Bild eine Wandlampe anzuputzen. Oder eben hier das links untere Bild auch als kleines Symbol für, wenn man die richtigen Baustoffe verwendet, dann ist das überhaupt kein riesiges Problem, wenn die Kinder damit spielen. Der kleine Junge, der da auf dem Bild ist, ist heute schon ein junger Mann und hat das neulich mal gesehen, dass ich mit dieses Bild auch verwende und war total begeistert, dass er hat es auch nicht so gewusst, was hinter der Wand ist in seinem Haus, wo er wohnt. Er hat sich dann total gefreut über das Bild und ich darf es weiterverwenden. Hier sieht man ein bisschen, was wir so aus den Häusern machen. Es geht uns da nicht nur um eine rein technische Sanierung, sondern es geht um Lebensqualität, es geht um den Ausdruck des Wohnens und Lebens. Und man kann sagen, baubiologisches Denken ist oftmals auch ein Gang in die inneren Werte eines Gebäudes, weil natürlich kann ich so ein Gebäude schick machen, ich kann das Gebäude außen auch repräsentativ machen und da ist für den einen was anders wichtiger als für den anderen. Aber wenn man hinter die Kulissen schaut, was ist im Gebäude zu tun, dann sieht man oft, wo die wahren Werte stecken. Und das ist dann ein Punkt, der sehr häufig auch zwischen der Kostenspannung und dem sozusagen Klischee, da kommt der Baubiologe und dann wird es teuer, auch eine Lösung sein kann, dass man es außen schlicht hat und innen einen Wohnwert, der schwer mit anderen Mitteln zu erreichen ist. Hier ist mal ein kleiner Blick auf unser Büro und das ist der zweite Teil von unserem Leitspruch oder der zweite Leitspruch, der uns noch wichtig ist. Und das ist was, womit man, wenn man sich das an sich ranlässt, auch Leute gut überzeugen kann. Denn jeder hat die Erfahrung wirklich schon mal gemacht. Erst bauen die Menschen Häuser und dann formen die Häuser die Menschen. Also Albert Schweitzer hat das gesagt und das ist tatsächlich so. Oder mit Le Corbusier zu sprechen, kann man in einem hässlichen Haus glücklich sein.
Das geht dann letztlich, wenn man so will, so weit, dass ich Handwerker verwenden oder Handwerker beschäftigen möchte, die einen Spaß an ihrer Arbeit haben. Und das können sie natürlich auch besser, wenn sie mit guten und wohltuenden Baustoffen arbeiten können. Gehen wir mal zum Inbegriff des baubiologischen Bauens und Sanierens, also Wohnens, sage ich mal, ein behagliches Nest, ne, das Wohnhaus der Familie Fink nennen wir das. Ja, und schauen uns doch einfach mal an, wie die Familie Fink wohnt. Ja. Und weil aus den Wohnkriterien der Familie Fink können wir relativ leicht rauslesen, was in den baubiologischen Leitlinien dann so technisch oder genauer formuliert ist. Die Familie Fink baut diffusionsoffen. Ja, das war zu der Zeit 1995, als ich nur mit meinem, was heißt nur mit meinem geophysikalischen Wissen, also rein physikalisches Wissen, mathematische Fähigkeiten und dem Wunsch, eben ein gesundes Gebäude zu bauen. Damals gab es heiße Diskussionen, ob diffusionsoffen besser ist oder nicht. Ja. Heute, damals hatte ich noch im familiären Bereich, gab es dann Bauphysiker, die haben dann gesagt, oh, lasst uns das lieber mal nachrechnen. Ich fühle mich damit ganz, ganz unwohl. Und dann hat man es nachgerechnet und bei kühler Betrachtung und rein physikalischer Betrachtung ohne das Vorurteil, diffusionsoffen geht doch gar nicht, hat es dann doch funktioniert. Und heute diskutiert gerade im Bereich Dachstühle oder Holzwände ja niemand mehr so richtig ernsthaft über die Frage diffusionsoffen oder nicht. Oder ob diffusionsoffen funktioniert, ist heute keine Fragestellung mehr. Die Familie Fink baut gut gedämmt und ich sag mal, die Familie Fink nimmt halt regionale Baustoffe. Das könnten wir uns eigentlich auch so ein bisschen angewöhnen. Bei der Familie Fink hat es interessanterweise aber eine rein energetische oder Erreichbarkeitsfunktion. Ja. Die Familie Fink könnte nicht nach Pakistan fliegen, um Pflastersteine zu holen. Das ging bei denen energetisch nicht. Die Menschen glauben aber, dass sie sich das energetisch leisten können. Ja. Und insofern sind die regionalen Baustoffe, wenn keine Menschenbaustelle in der Nähe ist, für die Familie Fink natürlich was Wichtiges. Und dort findet sie hauptsächlich in ihrem endemischen Umfeld natürlich Baustoffe, die auch sogar recyclingfähig wären. Wenn also die Nester nicht mehr gebraucht werden, dann dürfen die dem Kreislauf wieder anheimfallen und dürfen wieder verrotten. Solange das benutzt wird, passiert das nicht. Die Baubiologen haben da, also das Institut für Baubiologie namentlich insbesondere, hat da sehr viel Vorarbeit geleistet, sehr viel auch zum Teil sehr altes Wissen eingebaut. Diese Leitlinien des baubiologischen Bauens sind sowas wie 25 Jahre alt. Moment, ich muss hier einmal, Entschuldigung, jetzt bin ich hier Host, jemanden eintreten lassen. So. Ich will das gar nicht vertiefen, hier diese 25 Leitlinien, bloß dass man weiß, das gibt's, dort ist das ganze Wissen zusammengetragen. Manche von diesen Leitlinien sind 25 Jahre alt in der Formulierung und sind heute brandaktuell, so aktuell, als wären sie gestern geschrieben worden. Ja. Die Frage, die man sich als Baubiologe dann stellt, warum tun wir uns das an? Ja? Wie kommt es, dass zunehmend Menschen in Gebäuden wohnen, die tatsächlich krank machen? Tätige Baubiologen, gerade Messtechniker, die sich mit Analysen beschäftigen in Gebäuden, die aus älterer Zeit kommen oder auch heute noch mit synthetischen Baustoffen gebaut werden. Da kriegt man das relativ schnell mit und man lernt oft einen Zusammenhang zwischen Ausgasungen, ganz bekannte Beispiele, Asbest, Holzschutzmittel, aber auch heute noch, ja, was gerade Megatrend ist, ist Vinyl. Ja. Viele haben vergessen, Polyvinylchlorid, PVC von früher. Heute hat man natürlich eine andere Stoffzusammensetzung, aber man muss genau drauf schauen, ist das dem Menschen dienlich, diese Stoffe zu verwenden. Und ganz bitter war die Zeit, als ganz wegen G8 in Deutschland ganz viele Schulen und Anbauten, Mensen und Tagesstätten gebaut worden sind, weil die Kinder länger in den Schulen sind. Und dann hat man hier diesen Satz, den ich unterstrichen habe,
Den finde ich also ganz bezeichnend für das Problem, was besteht in unserem Bauwesen. In die jetzt vorliegenden Ergebnisse zeigen bei 75 geprüften Stoffen, und jetzt muss man genau jedes Wort anhören, keine für einen Neubau ungewöhnlichen Werte. Ja. Also man geht gar nicht davon aus, dass das keine Schadstofflast hat, sondern man sagt, ja, das riecht halt ein wenig neu. Ja, und die Frage, was macht es mit dem Menschen? Und letztlich im privaten Bauen sanieren gibt es ja keine Verpflichtung zu einer Schadstoffmessung. Im öffentlichen Gebäude schon. Dankenswerterweise, wir haben da mit einem Projekt zu tun, wo Kindertagesstätten in Berlin geplant wurden für Schadstofffreigaben. Und dort ging es darum zu sagen, wie können wir im Vorfeld ausschließen, dass diese oder zumindest das Risiko maximal minimieren, dass diese Kindertagesstätten und sowas hinterher nicht bezogen werden können, bloß weil da irgendwelche Umweltgifte, ich meine, in erhöhter Konzentration auftreten. Also in Nürnberg, Lepperdauer Gymnasium, da hat man es also wirklich auf die Spitze getrieben. Da hat man dann diese Ersatzschule erstmal nicht beziehen dürfen, weil da irgendwelche, wieder, ich weiß nicht mehr, waren es schwerflüchtige Halogenide oder irgendwelche Sachen, die man dann in dieser Ersatzschule gemessen hat nach dem Abriss. Wieder hat es eine Verzögerung gegeben. Das sind halt sehr teure Sachen, aber letztlich geht es im Prinzip ja gar nicht um den Preis, sondern um das Immunsystem des Menschen, das halt eine gewisse Menge an Belastungen aushält, und wenn es dann zu viel wird, dann fängt das Immunsystem verrückt spielen an. Und da muss man einfach sagen, ein Allergiker, der zum Beispiel halt auf irgendwelche Frühblüher oder sowas, Pollen oder sowas reagiert, dem ist nicht geholfen, wenn ich mit einer technischen Lüftungseinrichtung die Pollen draußen halte. Es wäre besser, wir würden durch ein gesundes Wohn- und Lebensumfeld sicherstellen, dass der in Zukunft sein Immunsystem nicht entgleist. Bisschen liegt es auch am Prozedere. Wenn wir ein Medikament zulassen, haben wir ein riesiges Prozedere. Das merkt man jetzt bei Corona, bis sowas mal zugelassen werden kann. Und bei den Baustoffen gibt es eine technische Prüfung und fertig ist es. Ja. Also eine Emissionsprüfung gibt es nicht. Ja. Zumindest für einen privaten Wohnbau muss dann nichts getan werden oder Sanierungen. Hier habe ich jetzt auch ein Beispiel aus einer Energieberechnung mal, eigentlich nur als Symbol, nicht zum genau anschauen, sondern nur als Symbol für, man muss auf die Energiebilanz schauen, es ist modern und wichtig und gut und auch ein Teil von einem verantwortungsbewussten Bauen, dass wir eine gute Energiebilanz erzeugen. Aber wenn wir nur auf den Lambda-Wert schauen, dann haben wir nur einen kleinen Bruchteil dessen gezeigt, was getan werden kann. Wir kennen das alle, ja, diese Daten. Und man muss einfach vorsichtig sein, wenn man nur auf den U-Wert schaut und andere bauphysikalische Kriterien. Da bin ich halt als Fragesteller, wie ich vorhin gesagt habe, ja, mit Fragen ins Gelände gekommen, die jetzt an anderer Stelle gar nicht gestellt wurden. Ich habe mich dann auch da bauphysikalisch noch ein bisschen weiter ausgebildet, Wärmebrückenberechnung, solche Dinge, weil einfach nur den reinen Emissionswert oder U-Wert zu betrachten einfach in die Irre führen kann, insbesondere Baufeuchte, Masse eines Bauteils, U-Wert, sommerlicher Wärmeschutz, das sind alles Kriterien, die muss ich alle miteinander betrachten. Man kann nicht ein einziges so heranziehen. Ich sage mal als Beispiel immer, wenn man nur einen Baustoff nur nach dem Lambda-Wert zu betrachten, ist ungefähr so, als würde ich bei einem Fahrzeug, bei einem PKW oder bei einem Auto nur auf die Drehzahl achten. Mensch, das ist ein tolles Auto, das hat eine super Drehzahl, hat aber mit dem eigentlichen Fahren relativ wenig zu tun. Ja. Da ist jetzt zu sehen, einfach mal hier Baufeuchte, das ist wichtig. Wo kommt die Feuchte her? Wie geht es rein in die Baustoffe? Und die entscheidende Überlegung ist, nur ein trockener Baustoff hat einen guten Wärmewert. Ja. Und da wird auch sehr oft einfach ein bisschen Rekorde gejagt. Es wäre viel vernünftiger, wir würden nachhaltige Baustoffe einsetzen. Wir haben zwar ein bisschen schlechtere U-Werte, aber an ganz anderen Kriterien viel bessere Sachen, viel wichtigere Kriterien.
Ja, die Feuchte, die ins Gebäude kommt, ich habe es jetzt versehentlich zu schnell weggeklickt, sowas wie 10 bis 15 Liter. Wenn man die jetzt hergeht und lässt die auf die Baustoffe los, hat der Herr Professor Minke, jetzt ist er im Ruhestand, Lehrstuhl für experimentelles Bauen, Universität Kassel damals, ganz interessante Versuchsreihe gemacht, die ich hier zitiere. Der hat einfach Baustoffe künstlich von 50% auf 80% hochgeschraubt und hat deswegen hier Beton, Leichtziegel, Kalksandstein, Porenbeton und so weiter mit Feuchte beaufschlagt und dann nach circa 2 Wochen nochmal geschaut. Und hier ist gut zu sehen, Beton und Leichtziegel, das sind diese hochgebrannten Dämmziegel, hat halt nicht so wirklich viel zusätzliche feuchte Aufnahmefähigkeit als vom ersten Tag an. Und der Kalksandstein, das Holz und der Lehm, die sehen halt ganz anders aus. Kalksandstein, hauptsächlich Kalk, ja, der Kalkstein offenporig und nicht so hochgebrannt. Und auch der Porenbeton hat seine Grenze bei den 220, die er nach 16 Tagen Gramm pro Kubikmeter noch aufnehmen kann, war der satt. Der Kalksandstein, das Holz und der Lehm waren eben nicht satt. Ja. Und Feuchte, muss man sagen, feuchte Pufferfähigkeit ist einfach ein wichtiges Merkmal für Schimmelvermeidung, solange ich die Sachen gut einbaue. Kommen wir erstmal in die Praxis. Ja. Da haben wir jetzt hier ein Beispiel, da bin ich zugerufen, das so schon gemacht wurde. Ein Zimmerer hat diese Mineralwolle da, von Knauf ist das ein Produkt, hier eingebracht. Also hat der Baufamilie das geliefert, die wollten das in Eigenleistung einbringen, das haben sie auch gemacht, sauber. Und dann hat die Baufrau gemerkt, sie hat immer mit dem Hals und Rachen, das war noch vor Corona ein bisschen, so ein paar Wochen, bevor das losging mit, wenn man ein Rachenprobleme hat, dass man gleich an Corona denkt. Und es juckt immer so und so nachhaltig und es geht nie weg und es dauert so lang. Deswegen hat sie gesagt, sie würde mal gerne einen Baubiologen fragen, was man da tun könnte, ob es an der Mineralwolle liegt und so. Dann habe ich vorgeschlagen, Mensch Leute, jetzt ist das schon mal drin. Mineralwolle, was ist dran auszusetzen? Ist schön billig, dämmt gut, aber es ist eigentlich sowieso zu leicht und die feuchte Eigenschaften von Mineralwolle sind relativ schlecht. Wenn wir damit weitermachen, müssen wir diffusionsdicht sein, das heißt eine Dampfsperre aufbringen. Für den Raum ist es schade, wenn man weiß, wie es mit der Feuchte im Gebäude so geht. Dann habe ich vorgeschlagen, man könnte jetzt, es ist praktisch die Hauptdämmung, ist da im Sparren drin und die zusätzliche Querlattung soll eine Installationsebene quasi bilden, wo nochmal jetzt Mineralwolle reingekommen wäre und dann hätte man Gipsplatten davor gemacht, dazwischen eine Dampfsperre reingebracht. Und ich habe dann vorgeschlagen, man könnte doch damit Holzweichfaserplatten weitermachen. Dann hat der Zimmerer gesagt, das ist so teuer. Und die Baufamilie wollte das nicht bezahlen beim ersten Einstieg. Und dann habe ich mir überlegt, wie ist denn die Argumentationsschiene? Er hat mir dann auch gleich nachgewiesen, dass wenn man jetzt eine diffusionsoffene Dampfbremse dazwischen machen würde und innen mit Holzweichfaser weitermachen, dass wir dann in dieser Ebene, die da hier blau gezeichnet ist auf dem Bildchen, einen Tauwasserausfall bekommen würden. Gleichzeitig hat er bewiesen, schaut hier, ja, dieses Seideuberkuss gut geeignet als kleiner Anriss, wenn man, oder gut auch wirklich bauphysikalisch für eine Erstbetrachtung. Aber um so eine Frage zu klären, die wir hier haben, muss man wirklich eine dynamische Feuchte- und Temperaturberechnung machen. Das geht in diesem Beispiel. Es ist ein schönes Beispiel, wo so ein einfacher Logarithmus, der wirklich schlau ist, der viele Fälle abdeckt, aber an dieser Stelle einfach an seine Grenzen kommt. Der Zimmerer hat dann hier gesagt, schaut her, so muss das gemacht werden. Die Mineralwolle durchgängig. Die Nummer 1 ist diese Dampfsperre dann, Rotoblas, Vaporfließ 120, sehr diffusionsdicht, das ist auch gut so. Dann kommt keine Taufeuchte in der Konstruktion aus. Und was die Baufamilie dann sofort gesagt hat, Herr Dittmar, schauen Sie mal oben rechts, Hitzeschutz. Da steht ja mangelhaft. Ja? Feuchteschutz, kein Tauwasser, sehr gut. U-Wert 0,19, ja, für ein altes Dach nicht so schlecht, ja, auch für die KfW müsste ein bisschen mehr sein, aber das halten, ob die Sparren das machen, muss man dann sehen im Statiker zusammen. Aber hier, der Feuchteschutz, da waren die ganz irritiert. Ja, was war das Ende vom Lied? Ich habe eine kleine Kommunikationsstörung aufgedeckt.
Der Zimmerer war überzeugt, der Baufamilie ist eine Alternative zu teuer. Die Baufamilie hat gesagt, der Zimmerer hat damals gesagt, es geht nicht anders und außerdem ist eh so teuer. Der Zimmerer hat gesagt, ja, ich habe denen damals gesagt, was das kostet und dann sind die beinahe umgefallen. Und dann hat die Baufamilie gesagt, irgendwie haben wir das nicht so gerafft, was das kostet, wissen wir jetzt nicht, sondern wir haben jetzt gerade erfahren, wir kriegen einen schlechten sommerlichen Wärmeschutz. Zur Erinnerung, das Dach ist riesengroß. Da sollen auf 2 Ebenen mit Galerie und so Wohneinheiten hin, hat eine voll ausgerichtete Südfläche. Die Hauptdachfläche ist im Süden. Und so ist halt leider der sommerliche Wärmeschutz da oben schlecht. Was dazu geführt hat, in Abstimmung mit dem Zimmerer, der glücklicherweise nicht beleidigt war, sondern im Boot geblieben ist, dass wir jetzt tatsächlich weitermachen mit Holzweichfaserplatten und weitere Maßnahmen sogar noch in Kauf nehmen, die auch Geld kosten, um das Raumklima da oben drin so zu machen, dass der sommerliche Wärmeschutz gut ist und dass das Raumklima da drin dann später gut ist. Ein anderes Beispiel, was ich hier mal zeigen will, ist ein Gebäude, wo hier sehen Sie Asbest außen dran, ist einfach gut zu sehen. Diese Platten, die da sind, haben wir dann testen lassen. Das ist wirklich asbesthaltig. Man muss wirklich, da brauchen wir uns nicht lang aufhalten, wirklich sagen, da wird ganz viel gemacht. Ich habe das Beispiel eigentlich hier nur eingebracht, weil ich zeigen möchte, wir müssen uns eigentlich bei den Baustoffen, die wir einsetzen, überlegen, was erzeugen wir damit. Dieses Gebäude ist von 1961. Man kann also sagen, das ist geradeaus beinahe 60 Jahre alt. Die Leute haben damals auch gebaut, um das generationenweise weiterzuvergeben. Und die haben in der festen Überzeugung, was Gutes zu tun, diese Asbestplatten da außen hingebracht. Heute muss man die mit großem Aufwand wegbauen. Und interessanterweise sind viele der Methoden, die wir verwenden, um solche Gebäude dann in der Sanierung auf den aktuellen Stand zu bringen, mit den sehr, sehr alten Methoden eben dann wieder zu verkleiden. Ich springe mal 2 Bilder weiter oder ein paar. Damals hat man relativ kleine Fenster eingebaut. Heute will man die Fenster größer machen. Da muss halt ein bisschen mehr Aufwand betrieben werden, das Ziegelgebäude. So, die Bewohner haben wir auch rausgeschmissen. Ja, da oben war der Marder drin. Und was hier auch wieder zu sehen ist, die künstlichen Mineralfasern, die damals eingesetzt wurden, wurde 8 cm reingedämmt und diese Dämmmatte, die lag als Welle, als kleine Wurst ganz unten am unteren Ende der Dachschräge in dem Knick und der Rest vom Dach war ungedämmt. So, was war die Folge? Ungedämmtes Dach, Mineralwolle damals, die Stößen nicht verklebt, keine Dampfdichtigkeit, Schimmel an den Schalungsbrettern, die als Dachschalung verwendet wurden. Ja. Ich überspringe hier mal, wenn Fragen sind dazu, hier hat man das Dach komplett runtergenommen, um einen heutigen Standard zu erreichen. Hat man die Sparren hat man als einziges stehen lassen und dann aber aufgedoppelt. Damit kann man gut und einfach heute eine Stemmstärke erreichen, die für die KfW tauglich ist. Leider kann man die hohen KfW-Anforderungen nicht erreichen mit einem 14er Ständer. Wo kann ich einfach nicht so viel Dämmung drauf machen, wie gebraucht würde in einem verantwortungsbewusst schweren Baustoff, dass wir die KfW-Kriterien erreichen würden, müssen wir den Dachstuhl stärken. Und die Sparren sind mit da 14 cm für damals ein bisschen zu schwach. Aber das alte Material ist wieder das Holz. Ja. Also Materialien, die man sehr, sehr früher schon eingesetzt hat, heute in moderner Bauform, sieht man hier im Schichtenaufbau an der Grenze, wo die beiden Doppelhaushälften von diesem Beispiel sich treffen, dass man hier, da muss man natürlich, das ist noch nicht fertig, ja. Der Gutachter darf jetzt hier noch nicht kommen, das ist vorbereitet und dann müssen da natürlich diese Trenner rein und für den Brandschutz an der Kante gesorgt werden. Was mir wichtig ist, Fassade, ja, einfach weggemacht, haben wir vorhin gesagt, die Asbestplatten waren im guten Glauben genommen worden. Was kann ich heute nehmen? Holz.
Ja, den jahrhundertealten Baustoff Holz kann ich hernehmen, um eine Fassade zu verkleiden. Oder ich nehme Holzweichfaserplatten, die sich auch direkt verputzen lassen, wenn jetzt Holz nicht modern genug ist oder sowas. Da muss man natürlich sogar als Baubiologe über die Farbe nachdenken, die man sollte man holzfarbig haben wollen, damit es nicht in kürzer Zeit verwittert aussieht. Ich sage immer, die einen sagen, wird schlampig außen. Nach 3 Jahren Schall kann man es ja nicht mehr anschauen. Und die anderen sagen, ergrau den Ehren wie ich selbst. Ja, das ist dann eine Sache der privaten Betrachtungsweise. Innen, da hat man noch eine Gaube gebaut, den Hohlraum hergestellt für die Einblasdämmung. Da kommt ein Fachmann und bläst hier eine Dämmung ein. Strahlungswärme, Heizungen, die hier eingebracht werden, zur Ertüchtigung von alten Gebäuden, perfekt geeignet, weil ich mit der Strahlungswärme die Bausubstanz leicht trocknen kann. Also ich kann nicht, das ist nicht falsch verstehen, bitte, ich kann nicht ein Gebäude, das ein grundlegendes Feuchteproblem von unten habe, auf dem Weg trocken bringen. Aber ich kann ein altes Gebäude, das latent unten ein bisschen feucht steht, wo der Keller meinetwegen ein bisschen feucht ist und die Wände oben sollten trocken sein, haben wir vorhin gehabt. Die Baustoffe nehmen unterschiedlich viel Feuchte auf. Ein Holz wird eingeschlagen und dann nach und nach getrocknet und hat im eingebauten Zustand dann noch eine Restaustrocknung, die dann halt das letzte bisschen, ein paar Prozent trocknet es noch runter bis zum bewohnten Zustand. Und beim Ziegel ist umgekehrt, der ist vom Brennprozess her zu 100% trocken, richtig ganz, ganz trocken und nimmt dann noch Restfeuchte auf. Durch Bewohnen wird der Ziegel etwas feuchter, sodass auch diese U-Werte oder die Lambda-Werte, die immer angegeben werden, beim Ziegel tatsächlich im bewohnten Zustand ein bisschen anders zu bewerten sind als im Neuauslieferungszustand. Und beim Holz ist es genau umgekehrt. Aber bei alten Gebäuden, im Neubau kann man damit ganz anders umgehen, aber bei alten Gebäuden ist es ganz klasse, wenn man dann Flächenheizungen einbaut. Ich weiß nicht, man sieht es hier zum Beispiel hinter der Badewanne als ein Gimmick, das wunderbar geeignet ist, den Leuten. Da wird dann an der Ecke der Badewanne, aus Platzgründen hat man die Dusche in der Badewanne belassen und da ist die Dusche eingebaut worden. Oder dann Innenseite Außenwand mit Heizschlangen versehen und mit Lehm verputzt. Sieht dann erstmal ziemlich unangenehm aus. Denkt mal, ups, was wird das denn? Und dann sind sie sehr genau, wo die Schlangen den Trockenprozess beschleunigen. Auch gut geeignet übrigens, um einen Schallschutz herzustellen zum Nachbarraum, wenn ich in dem Fall jetzt hier eine kleine Ytong-Wand mit 11 Zentimetern, ist ja keine wirklich schallschutzträchtige Wand, und wenn ich die dann verputze, oder hier ist eine Lehmplatte entkoppelt vorgeschraubt, auf einer Federschiene vorgeschraubte Lehmbauplatte und auf die Lehmbauplatte die Heizschlangen aufgebracht und dann Lehm nochmal überputzt. Das ist jetzt hier noch nicht fertig. Am Schluss sieht es natürlich viel schöner aus. Da ist schon der Deckputz drauf, der sehr glatt ist. Auch hier sieht man den Trocknungsprozess noch. Bitte nur jemand ranlassen, der das kann, weil das Lehmtrocknen ist natürlich eine feuchte Phase. In der Baustelle muss man schon aufpassen, dass da nichts Blödes passiert mit der Feuchte. Aber die Lehmfeuchte ist nach 2 Wochen weg. Nicht vergessen, in einem Neubau zum Beispiel, ein neuer Betonkeller hat unglaublich viel mehr Feuchte und die will viel langsamer aus. Da haben wir jetzt den fertigen Zustand. Ob man das dann als recht oder nicht, ist dann Geschmackssache. Ja, so manche mögen diese Lehmfarbe, den Farbton des Lehms. Dann wäre ich innen in einem Zustand, wo ich gut arbeiten kann. Und das ist jetzt hier ein Bild, wo dann eben in der Dachschräge und in der Wand diese Wandheizungen sind für große Behaglichkeit. Der Lehm macht es nochmal zusätzlich schwerer für einen guten sommerlichen Wärmeschutz. Da haben wir nochmal den Außenbereich. So könnte man das machen, wenn man außen nicht mit Styropor dämmen möchte und trotzdem einigermaßen bezahlbar bleiben will. Ich bringe eine Lattenebene auf. Ob jetzt der Zimmerer, wenn das macht, der wird eine kräftige Lattenebene oder in Gottes Namen diese TGI-Träger mit den
Stückchen OSB-Platten, die wir jetzt als Baubiologin nicht so gern wollen, aber da muss man auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, sagen das dann außen drauf, wegen der Emissionen der OSB-Platten, die diskutiert werden. Aber hier, wenn ich, sagen wir mal, den einfachsten Weg gehen will, auch gut geeignet für Eigenleister unter Mithilfe eines Zimmerers, Lattung drauf, weitere Lattenebene drauf, also in der Dicke, die man braucht, um die Energiebilanz zu erreichen, die man möchte. Und dann kommt außen drauf. Ich kann hier in den Zwischenebenen kann ich gut irgendwelche Leitungen verziehen. Muss natürlich aufpassen, macht man das konzertiert an Stellen, die man hinterher belegen kann, dass man nicht an irgendeiner Stelle, wo man hier meinetwegen Küche ist es hier, wollte man dann den Zaun nach außen legen. Wäre gescheit, wenn da keine Leitungen liegen. Also bitte nachdenken natürlich. Da sieht man dieses Konstrukt nochmal mit dieser Lattung. Abstandshalter, Lattung, an der Stelle kann die Dämmung durchgehen, sodass ein sehr guter Dämmwert mit sehr wenig Wärmebrücken erreicht werden kann. Da kommt dann hier, so sieht es fertig aus, von der Lattenherstellung. Links sind schon die Holzweichfaserplatten drauf. In diesem besonderen Fall noch ein Abschirmgewebe gegen Elektrosmog, der in der Nähe ist. Und dann wird das Ganze ausgedämmt, dieser Hohlraum, der hinter der Holzweichfaser ist. Und so sieht es dann aus, bevor das Gerüst wegkommt, sieht man hier die billigste und am dauerhaftesten ohne Pflege zu erhaltende Schallung oder Fassadenbekleidung ist einfach naturbelassenes Holz. Es ist nur eine optische Frage, wenn jemand das nicht grau haben will, dann muss man sich was anderes überlegen. Aber wenn es vergrauen darf, dann ist das die ökologischste und billigste Methode. Hier habe ich jetzt nur das Datum draufstehen, weil am 8. Dezember hat es geschneit. Da lag dann auf der Garage richtig Schnee. Da haben wir am 7. haben wir noch das nachmittags das Gerüst abgebaut und am 8. haben wir dann Glück gehabt. Hier zeige ich noch mal ein bisschen von innen. Wenn es dazu Fragen gibt, würde ich sagen, das sprengt jetzt die Zeit. Ein Punkt, auf den ich hinweisen will, sind die alten Holz-Zement-Estriche, die immer in vielen alten Gebäuden drin sind, bitte Vorsicht, wenn man das rausmacht, nicht unterschätzen, sind oft auch asbesthaltig leider. Ja, und heute kann man mit Schüttungen, entweder Splittschüttungen oder Granulatschüttungen aus den verschiedensten, auch nachwachsenden oder ungiftigen Materialien eben Schüttungen herstellen, hier rechter Teil vom Bild. Oder man macht Lagerhölzer mit Massivholzdielen. Dann bin ich nicht gezwungen, mit Dreischicht Parkett oder Laminat etwa zu arbeiten. Und wenn ich sage Unterbau plus Holzboden, lass mir die Diele doch ein Geld kosten, wenn der Unterbau fast nichts kostet. Und ein guter Handwerker kann das einfach sowas. Da sage ich mal nichts dazu. Also wie gesagt, nochmal vorsichtig. Da sieht man gut wieder diesen Holz-Zement-Estrich, der da unten drunter ist. Das ist eine Entscheidung. Im Zweifel wirklich ein Schadstoff. Analytikern, baubiologischen Messtechniker kommen lassen. Das Institut für Baubiologie hat Listen, der Verband Deutscher Baubiologen hat Listen, wo auch in ihrer Nähe oder in jedem, allen Gegenden gibt es diese Leute, um da eine Analyse machen zu lassen, wenn es nötig ist. Und was wir lernen müssen ist, wenn wir Handwerkern erlauben, Zeit zu haben, entstehen schöne Lösungen. Das war früher so und heute darf es auch wieder so werden. Also das jetzt mal so als Abschluss, Credo, überlegen wir, dass die Wertschöpfung in der Region bleiben darf und wir die Handwerker und auch die Produkte, die als Halb-, Dreiviertel- oder Fertigprodukte von irgendwoher kommen, bitte immer hinterfragen. Weil lieber macht ja ein Handwerker eine gute Lösung, die hat aber ein Geld gekostet. In der Summe ist es vielleicht gar nicht mal so viel teurer. Ich habe jetzt gelernt, von unseren Baufamilien, zwischen einer Systemküche mit Multiplexplatten dahinter und Kunststoffschichten vorne drauf und einer Handwerkerküche sind nicht mehr so viele Kostenunterschiede. Die sind so klein geworden, dass sie sich bei den niedrigen Zinsen wirklich auch in der Baufinanzierung mit unterbringen lassen, sollte man sich überlegen, ob man nicht lieber die Handwerker vor Ort stärkt, als
Systembauteile, die jemand nur hinschrauben muss, der vielleicht von den eigentlichen Können, das ein Schreiner hat, gar nichts können muss. Deswegen ist er billig. Ja. Das mal so als ein kleiner Durchmarsch, ein kleiner Abriss von dem, was wir so tun. Und ja, für Fragen und alles Mögliche bin ich gerne bereit und bin da, solange es Fragen gibt. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Dirk, für diesen Vortrag. Was ich mich gefragt hatte, man sieht es ja jetzt auch auf der letzten Folie ganz schön. Es gibt ja doch sehr, sehr unterschiedliche Gebäude und jeder hat ja auch ganz unterschiedliche Vorlieben. Wenn man sich so sein Traumhaus vorstellt, dann ist es vielleicht nicht bei jedem unbedingt ein Holzhaus. Trotzdem habe ich so das Gefühl, dass gerade beim baubiologischen Bauen, also wenn man das Wort überhaupt schon mal gehört hat oder wenn man es zum ersten Mal hört, dass man dann wahrscheinlich so ein bisschen in Richtung Öko denkt und das vielleicht bei dem einen oder anderen auch so ein paar Vorurteile hervorruft. Gibt es denn für Bauwillige so etwas wie eine Datenbank mit Beispielgebäuden, die nach diesen baubiologischen Prinzipien gebaut sind, dass man sich mal so einen Überblick verschaffen kann, wie weit denn diese Spanne ist an möglichen Formen und Fassaden und so weiter? Ja, da sagen wir mal, könnte ich ja natürlich jetzt ironisch die Hand heben und sagen, da gehen wir mal zu natürlichbaubiologisch.de. Bei uns auf der Internetseite sind natürlich massig solche Beispiele zu finden unter Projekte, aber das soll nicht, das ist eigentlich nicht so wirklich ernst, sondern was tatsächlich ist, also dort findet man viele Beispiele, aber ich greife das mal auf mit dem Holz, ja. Also Datenbanken gibt es natürlich viele, und man sieht einem Gebäude nicht an, ob das Holz oder Stein ist. Hier von meinen Beispielbildern, die jetzt auf der Folie waren als letztes. Das ist ja überhaupt nicht gesagt, dass das Holzhäuser sind oder nicht. Wir sind jetzt, ich bin ein Holzwurm, mein Steckenpferd ist das Holzhaus. Auch wenn wir in der Lage sind, eine Baufamilie zu beraten und betreuen, machen wir auch, haben wir auch Netzwerkpartner dazu, die nicht ein Holzhaus wollen, aber trotzdem das baubiologische Bauen als einen wichtigen Leitgedanken für ihre Baugedanken haben. Das geht auch. Es ist nur so, warum sind die Holzhausbauer da, mehr in dem Image Öko zu machen? Tatsächlich, weil die von Anfang an viel besser erklären mussten, was sie tun. Ja, das Klischee vom Holzhaus, naja, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, ja, was man so immer hört, fault weg, bevor es abbrennt oder wenn es nass wird, hast du Pech. Ja, so. Das stimmt ja zum Teil gar nicht in der Form. Und deswegen mussten die Holzhausbauer immer schon erklären, warum sie an die Wand folgenden Dämmstoff reintun. Wenn der Dämmstoff, dann bauphysikalische Fragen, die ein Ziegelbauer nie erklären muss. Und deswegen landen dort die Leute, die ein bisschen mehr wissen wollen als nur den Hintergrund, relativ leicht. Ne? Und im Ziegelbau oder Steinbau, was immer für Steine, da geht es genauso. Die Erfahrung zeigt nur, dass es nicht billiger ist oder nicht teurer, sondern das baubiologische Bauen erfordert ein bisschen mehr Handwerkerstunden. Dafür hat es ein paar einfachere Lösungen. Aber wenn ich die beiden Systeme auf gleichen Stand bringe von dieser Wertigkeit, dann sind sie vergleichbar miteinander. Ja. Also Wissensfindung am besten tatsächlich über die Leute, die das tun. Ja. Das Institut für Baubiologie und Nachhaltigkeit hat umfangreiche Kontaktdaten und Adressen, um die Leute da zu informieren. Darf ich dazu was sagen? Ja, gern. Ich bin die Marlene, falls das jemand nicht hören kann oder irgendwie sehen kann, wer da spricht. Ich bin also die Kollegin vom Dirk. Und zum einen ist es natürlich so, dass wir gerade in der Sanierung nicht immer das Glück haben, auf ein Holzhaus zu stoßen, sondern da müssen wir ganz klar auch mit Steinen, manchmal sogar auch mit Betonbauten umgehen, die wir trotzdem nach besten Möglichkeiten baubiologisch sanieren. Also man muss, glaube ich, gerade in der Sanierung, beim Neubau ist das nochmal was anderes, aber in der Sanierung muss man sich sehr bewusst darüber sein, dass wir vielleicht nicht immer 100% erreichen mit der Baubiologie.
oder nicht 100% der baubiologischen Kriterien umsetzen können, aber man immer so weit geht, wie es irgend möglich ist. Und das funktioniert auch mit Steingebäuden, funktioniert auch bedingt oder halt nur bis zu einem gewissen Grad mit Betongebäuden. Aber auf deine Frage nochmal einzugehen, ob es da eine Datenbank gibt oder ob es da gute Beispiele dafür gibt. Es gibt ein Buch, das von der Nurgül Etche geschrieben wurde. Das heißt einfach nur Baubiologie und zeigt Beispielbauten, die möglichst baubiologisch realisiert wurden. Also auch da klärt sie darüber auf, dass nicht immer ganz exakt 100% erfüllt werden konnte, aber sie zeigt, wie auch Gebäude, die zu einem sehr großen Anteil unter baubiologischen Gesichtspunkten gebaut wurden, architektonisch verwirklicht werden. Und es sind eben auch nicht alles Holzhäuser. Ja. Ja, ich denke, das ist auch nämlich genau der Punkt. Also es gibt wenige Dinge, die 100% umgesetzt werden können. Und manchmal ist ja dann der gesunde Mittelweg im wahrsten Sinne des Wortes jetzt an dieser Stelle dann auch der richtige. Also besser jemand versucht es und erreicht dann 90%, als von vornherein es nicht zu tun. Und ich finde, wichtig ist einfach, dass man ja, sich Schritt für Schritt und jetzt auch so schnell wie möglich diesen Dingen nähert und für einen Bewusstseinswandel sorgt. Und ich glaube, dieser Bewusstseinswandel, der kann ja gut unterstützt werden, wenn man viele gute Beispiele kennt. Und insofern wäre eine Datenbank für Gebäude ja schon ganz schön. Also ein Buch ist natürlich auch super. Heute passiert natürlich auch vieles digital und so eine Online-Datenbank. Also wenn es die nicht gibt, ist es schade, aber vielleicht kann man ja dafür sorgen, dass wir auch da bei den Architects for Future gute Beispiele bündeln und gerne auch Beispiele von euch. Dann würde ich ganz gerne noch fragen, wie viele Personen sind denn zertifiziert? Also man kann sich ja zertifizieren lassen als Architekt oder als Bauberater beim zum Beispiel IBN oder vielleicht auch bei anderen Stellen. Also ich kann jetzt nicht keine Zahl nennen. Also es gibt auf der Seite baubiologie.de gibt es ja eine Beratungsstellensuche. Da kann man sehen, was an baubiologischen Beratungsstellen in Deutschland so vorhanden ist, aber es gibt ja weit darüber hinaus viele Baubiologen, die Ausbildung haben aus den verschiedensten Berufen und dankenswerterweise, der Uli hat ja da in München eine Vorlesung über Baubiologie. Das ist zwar nur ein kleines Schlaglicht sozusagen in der Architektenausbildung, aber dort fließt es ja ein. Zum Glück, muss ich sagen, weil ich finde, das gehört sich eigentlich in jede Architektenausbildung und bei den Bauingenieuren und bei allen baubegleitenden Berufen, sogar bei den Handwerkern eigentlich mit rein, weil auch die Handwerker ja oft nicht wissen, mit was sie sich da belasten, wenn sie mit diesen Stoffen umgehen oder das nicht einfach so das Bewusstsein dafür nicht geschaffen ist. Und gute Beispiele, klar, also all diese Institutionen haben auch gute Beispiele. Die muss man halt, also tatsächlich wüsste ich jetzt keine Datenbank, wo das alles gebündelt zu finden ist. Für Gebäude nicht, für Produkte aber, glaube ich. Ja. Ne? Also ja. Ist eine Nature Plus zum Beispiel oder gibt es noch andere, auf die man da als Baubiologe typischerweise zurückgreift? Marlene, du hast da den besseren Überblick. Also ich greife tatsächlich nicht auf Datenbanken zurück, sondern ich bei der Prüfung, die ich mache, jetzt für Berlin, bei der Baustoffprüfung kämpfe ich mich durch jeden einzelnen Stoff und weiß halt mittlerweile, wie die Zertifizierung von Baustoffen aussieht und was die Siegel dahinter bedeuten. Ich glaube, die ÖkoBauDAT ist noch eine relativ gute Sammlung von Baustoffen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und ansonsten arbeite ich sehr viel mit dem ökologischen Baulexikon. Mhm. Das ist tatsächlich nochmal ein Buch. Aber das ist sehr ausführlich und sehr konkret. Das zeigt ein bisschen, diese Situation ist sehr schön, hast du sehr schön durch die Fragen rausgearbeitet, dass tatsächlich hier noch ein bisschen ein Überblicksproblem besteht. Also es braucht den Fachmann an der Stelle tatsächlich. Und also gerade für die Architekturstudenten kann ich aus meiner Erfahrung raus, als ich 96 für mich selber gebaut habe, 95, da waren wir die Exoten. Wir waren so abgefahrene Exoten, die Leute haben den Kopf geschüttelt, was wir da treiben. Ja.
Und heute ist es so normal, dass wir unser Architekturbüro zu 100% mit diesem baubiologischen Bauen und Sanieren betreiben können und sind nicht die Einzigen. Und das wird kommen. Also wer sich zukunftsfähig aufstellen will als Architekt, der muss sich an dieser Stelle fortbilden oder ausbilden. Ja. Das kann auch gar nicht mehr anders laufen, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir unser CO2-Budget, was wir noch ausstoßen dürfen, bis wir das 1,5-Grad-Ziel erreicht haben, der Erderwärmung, was wir ja möglichst nicht erreichen wollen, das können wir innerhalb der nächsten 7-8 Jahre verbrennen sozusagen, in die Atmosphäre entlassen und dann war es das. Dann haben wir im Prinzip eine Vollbremsung hinzulegen und das geht natürlich gar nicht. Das heißt, wir müssen innerhalb der nächsten Jahre so schnell wie möglich mit dem CO2-Ausstoß runter. Und das geht nicht anders als mit beispielsweise regionalen Materialien, die recycelt sind und auch CO2-senkenden Materialien sozusagen. Also Holz als CO2-Senke ist ja auch etwas, was häufig diskutiert wird. Wenn ich Holz verbaue, dann ist eben das Holz, was während der Wachstumsphase gespeichert wurde, im Haus eingelagert. Und da gibt es also ganz, ganz viele Dinge, die in Richtung baubiologisches Bauen zeigen. Und damals wart ihr Exoten und heute seid ihr im Prinzip auch fast noch Exoten, muss man sagen. Also die Zahl derer, die so bauen, ist leider nicht besonders hoch. Aber ich glaube, so nach und nach wird einem doch schon so ein bisschen mehr bewusst. Also man hat diese Diskussion ja in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft. Man hat es im Bereich Ernährung ganz besonders. Da achtet man ja schon heute mehr auf Bio und welche Inhaltsstoffe sind denn drin. Das muss man natürlich auch im Baubereich hinbekommen. Transparenz, ja. Darf ich da kurz noch was sagen dazu? Weil das ein ganz interessanter Aspekt ist. Bei Lebensmitteln und Nahrungsmitteln, also wir unterscheiden in unserem Sprachgebrauch zwischen Lebensmitteln und Nahrungsmitteln. Ja. Mhm. Und genauso ist es eigentlich bei den Gebäuden. Es gibt eben Lebensraum und Wohnraum. Ja. Und bei den Nahrungsmitteln, Lebensmitteln verstehen alle intuitiv diesen Unterschied. Und beim Wohnraum muss man leider manchmal noch argumentieren. Wobei ich schon feststelle, die Leute wollen das. Wenn ich den Leuten die Kriterien erkläre, dann, wenn erklärt wird, hier, ich habe sommerlichen Wärme, da diese Holzweichfaserplatte vorhin gegen die Mineralwolldämmung. Die Holzweichfaserplatte hat einfach physikalisch viele Vorteile, fürs Raumklima einen Vorteil, sie kostet halt mehr. Ja? Lassen wir die das Vierfache kosten, ja? Wie viel Quadratmeter, und dann muss man überlegen, will ich das? Und bei vielen anderen Dingen, wie einem Auto oder einem E-Fahrrad oder auch nur einem normalen Fahrrad, entscheiden die Menschen eindeutig nicht nur nach dem billigsten Produkt. Mein Opa hat immer gesagt, wer billig kauft, kauft zweimal. Mhm. Ja? Sondern die schauen sich an, was können die Sachen, und dann entscheiden sie und kaufen manchmal ganz bewusst etwas, was etwas teurer ist, aber das kann dann das, was ich will. Und so müsste ich es beim Gebäude eigentlich auch nur machen. Bei den Lebensmitteln machen es auch schon viele so, zum Glück. Ja, ich gebe dir recht, das ist vom Grundsatz her richtig, nur es ist ja so, dass das Budget, was ich in die Hand nehmen muss, um ein Gebäude zu kaufen, zu bauen, zu sanieren, das Mehrfache dessen ist, was ich mal eben für ein bisschen Luxus, sage ich jetzt mal, oder auch ein bisschen mehr Luxus aufheben kann. Ne? Und, und das ist die Lebensgrundlage. Deswegen fand ich das Zitat am Anfang so schön, dass die Häuser uns formen. Und das ist so. Ja. Wenn man schon ein paar Jahre und Jahrzehnte hier auf dem Planeten ist, dann merkt man das. Also aus so dieses, das klingt am Anfang, ich sage jetzt mal am Anfang, wenn man zum Beispiel Architektur studiert, na, dann hört man ja auch viele gute Ratschläge und Zitate und sonst was, aber irgendwie kann man das noch nicht so richtig mit Leben füllen. Und wenn man dann doch ein bisschen länger dabei ist, dann weiß man auf einmal, was es heißt. Und da ist wirklich so viel Wahres dran. Und das ist das ist nicht nur bei den Handwerkern so, dass die Zeit brauchen. Ich glaube, wir alle sollten uns einfach ein bisschen mehr Zeit geben. Und die Zeit, die haben wir ja vielleicht jetzt, hoffentlich jedenfalls, wo wir durch Corona mal ein bisschen zur Besinnung kommen und uns mehr im Nahfeld orientieren und nicht direkt ans nächste Ende der Welt denken, wo kann ich als nächstes hinfliegen. Ja, die Zeit, die sollten wir nutzen, um zu überdenken, was wir hier eigentlich tun. Und man merkt, es geht auch anders. Also das hoffe ich, dass das jetzt jeder gemerkt hat. Viele wünschen sich
dass es auch nach Corona so bleibt wie jetzt. Und da kann ich ganz einfach nur sagen, wenn man sich das wünscht und im nächsten Satz sagt, aber ich glaube nicht dran, das wird sowieso nicht so und das wird alles vielleicht noch schlimmer als vorher, dann, wenn man nicht dran glaubt, dann wird es auch nichts. Und genauso denke ich, muss man hier auch dran gehen, wenn man einmal gemerkt hat, so wie ich heute in diesem Vortrag wieder einmal, also ich fand es beim letzten Mal schon toll und ich finde auch die anderen Vorträge, die wir schon gehört haben, toll. Wenn man merkt, das ist doch eigentlich das, wo ich hin möchte, dann soll man nicht den Glauben daran verlieren, dass es auch gehen kann und dann soll man möglichst viele auch damit anstecken. Also ich hoffe, dass das jetzt noch viele erreicht. Wir haben den Vortrag heute aufgezeichnet und es würde mich sehr freuen, ja, wenn alle, die jetzt hier dabei sind, den auch gerne im Freundeskreis und bei den Kommilitonen und Kommilitonen vielleicht auch weiterteilen. Weitere Fragen sind bisher nicht aufgetaucht. Ich denke, Dirk, dann, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch lange weiterreden, aber mit Blick auf die Uhr, wir hatten gesagt, so eine Stunde ungefähr, würde ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du den Vortrag gehalten hast. Es war sehr inspirierend und bietet Potenzial für mehr. Wenn Fragen kommen im Nachgang, gerne schreibt diese gerne an unsere E-Mail-Adresse. Das ist webinar.a4f für Architects for Future @gmail.com. Ich schreibe das auch mal eben in den Chat. Und wenn ihr auch Wünsche habt, Themenwünsche für die nächsten Webinare, könnt ihr das auch gerne an diese E-Mail-Adresse schicken oder auch an die bekannten Telegram-Gruppen der Architects for Future. Das wird dann intern weitergeleitet. Ja, jetzt würde ich gerne wie bei den letzten Malen auch schließen mit einem kleinen Themenausblick. Nächste Woche gibt es leider aktuell noch kein Thema und da habe ich mir gedacht, da machen wir eine kleine Schaffenspause, denn die letzten Aufzeichnungen, die müssen auch noch ein bisschen geschnitten und verarbeitet werden. Aber beim übernächsten Mal gibt es ein Thema, und da geht es auch wieder um das Thema Sanierung. Und zwar hält der Stefan Kretsch einen Vortrag zum Thema Bauen im Bestand, ein Praxisbeispiel, Sanierung Einfamilienhaus zu Effizienzhaus. Es geht um eine experimentelle Fassade, was immer das heißt, wir werden es erfahren. Das Thema Belichtung wird eine Rolle spielen und er wird auf die Potenziale eines Umbaus eingehen. Das ist dann in 2 Wochen, also am 16. Juni. Bekannte Zeit, bekannter Ort, 19 Uhr. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Danke für eure Teilnahme. Danke, Dirk, dir nochmal für den Vortrag. Ja, und ich habe zu danken. Genau. Du hast das letzte Wort, wenn du magst. Ja, ich sage einfach machen. Das ist gut. Einfach machen. Und wir werden dafür sorgen, dass es einfacher wird. Gemeinsam. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch. Tschüss zusammen.